Ach, ihr blöd. Dir kann ich natürlich nichts antun, denn du bist ein Zivilist. Zivilisten haben kein Blut. Und wahrscheinlich wäre ich dann eh nur betrunken. Ah, da sperrt er eh. Das Licht ausgefallen, ha? Ist eh. Teilweise ist Tag, sonst ist echt eine verdammt helle Nacht. Aber im Total waren die Gänge hinten viel kürzer. Ich versuche mich gerade ein wenig zurückzuerinnern, was wir so alles gesehen haben. Oh, Kisten. Aber da waren wir nie. Bald wieder ein Level up. Erstmal dran denken und ihn wegziehen. Zum Glück hat er einen Helm, da bremst die Nase nicht so sehr im Boden. So, wie findet ihr eigentlich das Spiel bis jetzt? Also die Boarde, die sich sowas anschauen. Bis jetzt. Drin ist wieder so eine Falle, da drüben sind wieder. Das ist schon der Ausgang. Das sind sogar zwei Fallen. Zwei gepanzerte da hinten, noch ein gepanzerter dort hinten und nur ein normaler, der da herumläuft. Okay. Und sehr viele akustische Sensoren. Da ist auch noch ein normaler. Und eine Kamera da oben und die dreht sich wahrscheinlich im 360 Grad Winkel, also einmal im Kreis. Ja. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Du da hinten drehst die sowieso nicht weg. Ich riskier mal. Okay, man muss sehr neu an den Rang gehen. Also wirklich in den roten Bereich kommen. Und noch ein BDE. Nein. Kein BDE. Irgendwo, wo ich hoch kann. Nein, natürlich nicht. Die Teile da werden gleich piepsen anfangen, sobald ich da in Nähe rüber gehe. Das wird noch ein Problem werden. So, einer weg. Ich hol mir die Fledermaus. Zeig dich! Komm raus, bevor die Sonne aufgeht! Das ist prinzipiell ein guter Rat. Weiter trinken. Okay, das sind da hinten. Das ist gut. Sehr schön. Ging doch. Und irgendwo noch ein PDE. Ach, da hätte ich noch herumgehen können. Den hätte ich von hinten auch noch erledigt. Na, kein PDE. Nix.
Okay, dann gehen wir mal rein. Da muss es doch irgendwas geben. Da hinten war noch was. Der erste, den ich wirklich suchen hab müssen. Rere, Operation entgeben. Keine Sorge, ich weiß Bescheid. Ich war bei der Besprechung dabei, wie du weißt. Ich werde alles unternehmen, um das Gesocks auszurotten. Wäre ja noch schöner, wenn uns einer von denen dazwischen funken würde. Oh, okay, wieder einen Kraftpunkt erhalten. Wir haben schon wieder drei. Heilung brauchen wir eigentlich nicht. Im Schattengriff ändert sich nur, dass die Leiche zerfetzt wird. Da ist kürzere Cooldown-Phase. Da ist länger getarnt. Und da ist nur. Das war's, einfach zum Zeigen. Nehmen wir das. Also jetzt gibt es keine Leichen mehr. Wir schauen da hinten noch ganz kurz. Da ist nichts, nichts, nichts. Okay. Und rein da. Ich habe ehrlich gesagt jetzt irgendeine Zwischensequenz erwartet oder so. Ich bin da ja richtig. Warum muss ich jetzt so komisch da reingehen? Ach komm! Weil er von der Wand weggeht und dann. Weil er von der Wand weggeht, noch mit Teleportieren und rein in den scheiß Alarm. Drauf? Nein. Komm raus, kleiner Vampir! Der wird jetzt gleich zerfetzt werden, übrigens. Wenn er ihn triggert, wenn er ihn triggert! Okay. Der wird auch zerfetzt, ist so. Flatsch. Also mehr so Wasserbombenmäßig. So Flatsch eben. Jetzt können wir da natürlich nicht runterspringen, denn das ist zu filigran. Schau! Der geht von der Wand wieder weg. Nur weil er so ein Mission Impossible Manöver da machen will. Mit ganz kurz vorm Alarm hängen bleiben. Der Zugang zum Sanctuary verlief unterirdisch über einen alten Keller. Ich hoffte, dass ich nicht zu spät kam. Woher warst du das? Du warst doch noch nie! Das hat dir niemand gesagt! Die Schmerzen waren wieder da. Einen schlechteren Zeitpunkt konnte es kaum geben. Hoffentlich. Es ist gut, Eric. Es ist gut. Die Schmerzen sind nur in deinem Kopf. Beeil dich, Eric. Und wie ich mich beeilen würde. Jetzt erkennt man es erstmal so eine Engelsform. Ah, okay, da kommt man eh nicht hoch. Weil da ein Gitter ist und da oben auch eins. Was Sinn ergibt. Denn würden wir dort durchspringen können, hätten wir ja auch da hochspringen können. Aber, naja. Was macht da ein Lift? Im Keller, führt durch den Keller, in den Lift, damit ich hochfahre. Dieses Spiel. Hatten sie das Sanctuary angegriffen, weil Rose und die anderen Vampire eine Bedrohung für sie darstellten? Oder wollten sie Spuren verwischen?
Ich hoffte, dass ich noch nicht zu spät kam. Geiler Spruch. Ich war unterwegs ins Sanctuary. Was würde ich dort wohl vorfinden? Gern geschehen. Also bevor ich da noch einmal das herklebe, hätte es lieber freigelassen. Einmal. Naja. Da oben ist was Violettes, das ist ein Radio. Da ist was Rotes, das ist Futter. Meistens. Das Treppenhaus schien durch den Angriff zerstört worden zu sein. Ach, auf einmal Connors, sonst nicht. Wieso überhaupt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die Tür zur Tanzfläche war komplett blockiert. So würde ich nicht weiterkommen. Also muss ich jetzt raus, beim Vordereingang. Nur mal rein. Hallo? Ich will da hoch. Springen? Ja, nein, vielleicht. Er markiert es an. Also, Cooldown. Das Büro von Rose war das reinste Chaos. Die Möbel waren zersplittert und zerstört. Das Fenster war offenbar unter einer Vielzahl von Kugeln zerbrochen. Aber keine Spur von Rose. Ich hoffte, dass ich Rose nicht unterhalb des Fensters sehen würde. Ich musste mich vergewissern. Ja, so Mega-Bonzer-Einheit war ja klar. Mit einer MG. Sir, die Basis hat mir gerade bestätigt, dass die Gefangenen angekommen sind. Sehr gut. Wie sieht es mit der Tür aus? Noch nichts Neues, Sir. Das Sprengteam ist unterwegs. Ausgezeichnet. Rose war entführt worden. Wahrscheinlich wie die anderen Vampire. Ich musste mich auf die Suche nach ihnen machen. Zunächst aber würde ich mich um die Angreifer kümmern. Nein. Aber okay, das muss jetzt unser Bosskampf sein, natürlich. Was könnte denn sein? Es sind da jetzt an zwar. Der wird sich wahrscheinlich nicht umdrehen. Also den da drüben kann ich nicht anvisieren, da muss ich wahrscheinlich mit einer Nahkampfattacke rüber. Also er ist so ein Boss-Typ. Ich probiere es jetzt einfach mal, er hat eh gespeichert. Töten? Ja, töten. Ach so. Ich muss ihm hinten quasi den Stecker ziehen. Weil das ist ja normal, das weiß jeder, dass man sowas machen muss. Du da bitte mal kurz da zu mir her. Da, VIP-Launch. Ich muss zugeben, aber ich habe mich auf die Location gefreut. Da einen Kampf machen. Also da habe ich mich jetzt wirklich drauf gefreut. Und ich habe nicht gewusst, dass es da weitergeht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich muss wirklich zur Tür raus und irgendwie übers Dach rein oder so und habe mir jetzt nur gedacht, oh, ein BDE. Ah. Sanctuary von Moritz. Hey Tom, ich weiß nicht, wann du das liest, aber ihr müsst sofort abhauen. Hier treiben sich einige üblige Gestalten rum. Militärtypen. Euer Club ist der einzige in der Gegend, was von Interesse wäre. Ich muss jetzt los. Ich glaube, die haben kein Interesse an Zeugen. Viel Glück. Okay. Zeig dich! Wenigstens mal was anderes. Komm
Komm raus, kleiner Vampir! Okay, aber die Funken haben sie blöd gemacht. Da hinten Funken bei einer Neonröhre. Da ist einfach die Neonröhre kaputt, normalerweise. Den, was ich gerade umgesetzt habe, den kann ich noch aussagen. Den da hinten möchte ich aber gerne. Hier ist alles ruhig. Genau, da ist alles ruhig. Uns geht es gut. Warte, man kann ja auch so runter. Ich kann auch so runter. Ich habe ja den totalen Vorteil da. Du geh hoch. Ah ja genau, die verschwinden jetzt, ja, das habe ich auch vergessen. Hihi, ich hinterlasse keine Zeugen. Du bist da oben, du bist da oben. So, und den zweiten Stecker ziehen. Oh, ihr wollt mich da eigentlich gerade hoch? Ach, das war's schon. Ach, das war's ich schon. War allein. Die Vampirjäger hatten das Sanctuary angegriffen und Chaos hinterlassen. Ich hatte keine Spur und keine Hoffnung. Rose war entführt worden, wie ein paar der anderen auch. Das bedeutete, dass sie noch lebten. Wahrscheinlich. Von wem? Ich dachte darüber nach, was ich tun sollte, als ich ein Geräusch vernahm. Ich versuchte es zu lokalisieren. Es kam aus den traurigen Überresten des Schreibtisches. Was, ein Funkgerät? Ein GPS-Empfänger. Rose hatte wohl geistesgegenwärtig einen Peilsender mitgenommen und ihn aktiviert. Damit sie weiß, wo er schreibt. Ich nahm das Gerät an mich und folgte dem Signal so schnell ich konnte. Hoffentlich war es noch nicht zu spät für die anderen. Die Spur führte in die Stadt vor das von Mauern umschlossene Gebäude einer Firma. Cryogenics. Okay, der CG. Der Name kam mir vertraut vor. Vielleicht hatte ich ihn schon mal in der Werbung gehört. Die Firma war wohl nur eine Tarnung für die Vampirjäger. Aber das war egal. Ich musste Rose finden. Mit klassischer Vampir-Infiltrationspose.